Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute von zu Hause kurz die Einleitung von mir. Wir sind heute wieder beim 23-jährigen Starburger Breta, wollte ich gerade sagen. Dieser Nummer 1 im Norden, Jan von Mood Burger. Sind wir am Start, wieder undercover. Es ist meine Pflicht, es ist einfach notwendig, einen Laden nach einer Nominierung auch wieder undercover zu testen. Dafür habe ich heute meinen Cutter am Start, damit wir nicht so einen Film schieben mit Leute suchen, die uns undercover den Burger rausholen. Undercover anderer Art. Wir kommen damit Drive-By vorgefahren, werden vor dem Besitzer direkt den Burger meinem Cutter aus der Hand reißen und sagen, pass auf, mein Lieber, der Burger war für mich, ich mache jetzt undercover. So, und in dem Stil werdet ihr heute den Test sehen. Viel Spaß. Wir sind am Start in Bremen. Wir haben hier wieder unseren Filmus am Start. Mein Filmi, grüß dich. Moin. Ja, Filmus ist ja schon mal unser Undercover-Agent gewesen. Das Video haben wir eben sogar abgedreht. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Filmus wird heute uns den Part abnehmen und wird uns bei Mood Burger den Burger rausholen. Richtig? Richtig, mach ich. Genau. Ja. Und wir machen das wieder auf gleichem Format wie letztes Mal bei Dinos. Filmi wird hingehen. Ist übrigens mein Cutter, habe ich das eben gesagt? Nee. Filmi, das habe ich vergessen zu sagen, weil ich immer denke, das andere Video ist mein Cutter. Und ja, wird den Burger rausholen. Und in der Zeit, wenn er kurz bevor der Burger fertig ist, mich anklingeln und ich komme vorgefahren und werde live vor dem Jan den Burger dann testen und bewerten. Genau. So machen wir das, ne? So machen wir das. Okay, geil. Bist du heiß? Ich bin heiß. Ich bin heiß. Geil. Alles klar, bis gleich. Wir sehen uns gleich beim Burger, Leute. Hallo. Lagebeschränkung. Also Filmus, du wirst jetzt den Mood Burger holen. Ne? Den normalen Mood Burger mit doppelt Fleisch. Den werden wir testen. Du machst auf ganz unauffällig. Wir haben schon überlegt, ob er eine Story noch macht. So, ich bin hier bei Jan, aber alles zu unauffällig. Also alles zu auffällig. Kritisch, ne? Denke ich auch. Ja, du gehst so hin und holst den normalen Mood Burger und dann komme ich raufgeballert. Ich sehe schon in meinem Kopf genau, bam und ich fahre, du rutschst vom Gaspedal. Ja, das ist ja gut, Mann. Wir sehen uns gleich bei Jans Food Truck. Das ist so ein Nervenkitzel-Feeling gerade. Er ist da am Start und ist halt natürlich die Angst jetzt irgendwie. Ich habe halt übelst Panik. Man muss immer gucken. Da, ihr müsst euch vorstellen, da hinter dem Häuschen, dem Weißen, dahinter über die Straße rüber, da ist er schon. Und ich bin natürlich dafür zuständig, dass das hier alles ja, mit rechten Dingen abläuft. Ne? Hier darf nichts gezinkt sein, er darf uns nicht vorher gesehen haben. Also da müssen wir größte Sorgfalt für an den Tag legen. Ja, und jetzt werden wir gleich hoffentlich einen Burger an den Start kriegen, so wie ihn jeder Kunde kriegt. Oha. Oh, es geht los. Jan, mein Lieber, die Undercover-Polizei ist da. Ja, jetzt bist du dran, mein Lieber, jetzt bist du dran. Komm einmal zu dir rein, ja? Ja, perfekt. Nee, wir gehen rein, wir gehen rein. Oh, oh, Jan, und wie fühlst du dich? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Ja, oder denkst du jetzt, oh, hätte ich mal ein bisschen anders gemacht? Nein. Nee, mein Lieber. Das riecht schon so lecker. Echt überrascht heute. Also direkt stark wieder die. Gleich direkt wieder stark. Da muss ich mich jetzt wie immer erstmal reinschmecken. Erstmal bist du stark. Ich werde mich mal ganz in Ruhe eben reinflashen. Ne? Okay, perfekt. Dann brauche ich, suche ich hier einmal Schutz unterm Baum. Erster Gedanke, Leute. Wieder eine kranke Zusammenstellung bezüglich Zwiebeln, Soßen, Fleisch, Gurken, absolut kranke Kombi. Alles kommt super stark zur Geltung. Jede Komponente für sich ist präsent, ist ein Star für sich auf dem Burger. Wenn ihr mich fragt, einzige, was ich auch im Intro erklärt habe, das Brot ist nicht mehr ganz genau dasselbe, glaube ich. Als wäre es leicht verändert. Fleisch so leicht, so lieblich, so weich im Biss. Wenn das mit dem Käse verschmilzt, dieses Fleisch ist einfach eine Stärke, eine Macht für sich. Er nimmt ja auch Spezialfleisch und wie ich im ersten Video vermutet habe, es ist Sauerteigbrot. Er hat Nein gesagt, aber er hat es im Nachhinein noch korrigiert. Aber saustark, Mann. Wir gehen nochmal schon mal ansatzweise zu Jan hier oben rein, bevor das hier zu nass wird auch. Oh Jan, wir haben dich gleich am Start. Ich werde hier, bevor es zu nass wird, nochmal die letzten Bissen hier bei dir im Truck nehmen.
sogar Tomate drin, was ich eigentlich sonst gar nicht so feier. Aber top hier. Ich kann dich jetzt schon mal beruhigen. Ja, klar. Er performt. Er performt. Geil. Voll gut. Ich weiß gleich selber rein, weil er so lecker aussieht. Zum Schluss hast du wieder ein Element, wo du einfach so stark den Knusper vom Fleisch merkst. Richtig Endlevel. Gedreht oder so. Naja, ja, kam so rüber, ne? Ja, wir einfach über euch reden, wir gucken auf einmal kommt. Ehrlich? Der macht auch YouTube, der Kollege. Und da habe ich gerade auch im Video hab ich reagiert. Da habe ich noch gesagt, das ist Achmeds verschollener Bruder. Das könnte echt sein Cousin sein, ja. Pervers, wir gehen schon mal runter zu euch hier eben einmal. Und sobald du Zeit hast, dann sag Bescheid. Kann ich gleich mit euch ein kleines Foto machen? Natürlich, natürlich. Wahrscheinlich haben wir jetzt die Entscheidung getroffen, dass wenn wir mehrere Undercover-Tests machen, dass wir alle Ergebnisse zusammen addieren und einen Durchschnitt machen. So, das schon mal vorab, bereitet euch darauf vor, denn das ist, denke ich, fair so. Elektrokasse Finanzamt, das sieht ja das Finanzamt nicht gerne. Brauchst du ein Kassensystem? Ich mach die Witzig klar, ich sag dir ganz klar. Was denn? Ja, aber trotzdem geil. Ja, trotzdem. Ja, fühle ich den, fühle ich. Ich fand die Situation so geil, wie du ihm im Video das Kassensystem andrehen willst. So, Janos, also erstmal moin nochmal. Ne? Danke, wir haben dich überrascht, wie hast du dich gefühlt, ja, als wir hier angerast kamen? Ich habe mich erstmal erschrocken, ich dachte, das kam unerwartet. Ja. Aber ich habe mich natürlich auch gefreut. Ja, das passt. Ich lutsche dich einmal durchlutschen. Sorry! Also hast du dich erstmal erschrocken, sagst du? Ja, im ersten Moment. Ne? Ich war überrascht natürlich. Also zu deinem Burger, das werde ich nicht zu lange auf die Folter spannen müssen. Also, ich habe es heute umso mehr gemerkt als noch letztes Mal, frage mich nicht warum. Aber du schaffst es, jede Komponente zum Start zu machen. Die Gurke, die fühlt man. Man fühlt die Zwiebel, die Soße. Dann kommt der Käse mit deinem Fleisch, was so weich im Biss ist. Endlevel, Endlevel. Nein. Das Einzige, was ich auch schon im Intro gesagt habe, ich so ein Voice-Over gemacht. Das Brot kam mir leicht anders vor. Da für euch auch, es ist halt so ein Millimeterarbeit. Ne? Wenn er hier kein Gerät hätte, wo er immer auf Uhr drückt, das kommt haargenau zur gleichen Sekunde, weicht das ab. Deshalb gibt es da einen kleinen Minuspunkt. Ich habe schon gesagt, die Punkte werden zusammen addiert vom letzten Mal, dieses Mal Durchschnitt. Heute gebe ich dir 8,6 Punkte. 8,6, letztes Mal hast du 9 bekommen. Endstark, also wenn ich nächstes Mal mache, gibt es vielleicht 9,5. Ja. Und dann bist du komplett Nummer 1. Also ich hoffe, du bist trotzdem noch zufrieden. Ne? Geil, Digi. Danke, geil. Und lasst gerne einen Kommentar da, was ihr gerade zu diesem neuen Format auch sagt, dass sie es mit dem direkt vor Ort testen mit dem Gastronomen zusammen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.